Was ist denn das Anti-Stasi? Anti-Stasi ist Anti-Stasi. Also wir kämpfen gegen die Überwachung, oder was? Ja, gegen... Ich weiß gar nicht, gegen was wir genau kämpfen, aber irgendetwas. Gegen Gegner. Ja, okay. Weisst du, Gott verdammt, dann sagt man, dass sie sollen die Fotzenmods updaten und sie kriegen es einfach nicht her. Bah, einfach zu grennen. Ja. Nico und Koch-AG haben recht rumgerucht auf dem Server. Ja, Shadow, es ist so, wir müssen Ressourcen akquirieren, wir haben noch begrenzte Zeug, oder? Gewisse Sachen haben wir jetzt schon festgestellt, freigestellt, dass wir so unendlich können haben. Und den Grossteil haben wir aber nicht unendlich. Also im Arsenal und so haben wir noch begrenzt Gear. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wir quasi mit limitierten Ressourcen guerillamässig kämpfen, oder? Ah, und dann immer mehr bekommen wir am Schluss. Ja, am Schluss können wir so das, was du auf dem Screenshot zeigst, ist mit der Minigun und... Aha, so Zeug leider nicht. Das Zeug leider nicht. Ja, es ist ein bisschen ein Mod. Das war nicht ein Endoskelett, es war ein T-800 mit Exoskelett. Ja. Wie es auch immer heisst, einfach so ein Ding, das dich stärker macht. Nein, das Problem ist das, damit der Minigun wirklich, also mit das System interessant ist, würdest du ja eigentlich Ratatata machen, oder? Und das Problem ist, ich glaube, die kleinste Feuerrate, die ich je gehört habe, war 2000 Schuss pro Minute. Also das brauchst du wegen irgendeiner Luftabwehr und sonst gar nicht, oder? Meistens brauchst du es für Luftabwehr. Ja, nein, in der Regel ist ja 762 chambered. Ja, es ist halt so, das Problem ist gewesen, dass man halt Minigun halt gefunden hat, ist geil zum Flüger abschiessen, oder? Und es ist auch sonst eigentlich eine recht starke Waffe. Und dann hat man halt gefunden, okay, gut, mal schauen, können wir so das Infanterie-Level bringen. Das erste, was man gemacht hat, wo man so das Infanterie-Level beachtet hat, ist gewesen, so 556 abzuschrauben, damit wenigstens genug Munition bei hast für eine halbe Minute Feuer, oder? Und dann hatten sie das Problem gehabt, ja gut, jetzt hast du einfach einen 556er, der verdammt viel Blei durchgegen spuckt, aber daher, dass der 556er einfach nach wie vor nicht wirklich etwas umbringt oder Materialschaden anrichtet, am Ende vom Tag, ist es so ein bisschen Wayne gewesen und du hättest einfach gerade können, das M249 mit dir können rumtragen, hättest weniger Gewicht gehabt, den gleichen Effekt. Okay, cool. Krass. Weil die meisten Gatling-Systeme, die im Einsatz sind, sind fahrzeugmontiert, genau aus dem Grund, weil du sonst einfach nicht genug Munition dafür kannst mittragen, dass es in irgendeiner Form sinnvoll ist. Oder in fixen Emplacements gibt es das mitunter auch, aber sonst tragbar. Vor allem eben, wenn nur schon die Waffen allein irgendwie 20 Kilo wiegt. Ja. Warum heissen die Mini, wenn die so Maxi ist? Ja. Wegen dem Ding, wegen dem Entwickler. Der hat Mini geheissen. Ach, wie? Aha! Also, es hat gar keinen zusammen. Okay. Das ist nur wegen dem Entwicklernamen und das ist nicht. Er hat Mini geheissen, oder? Minier oder? Nein, das ist schon mal ein anderer. Aber Gatling sagt man doch auch. Genau, stimmt, es war Gatling gewesen. Also, ist der Name vom Entwickler Gatling? Ich glaube, es war Gatling gewesen. Er hat Gatling geheissen, ja. Haben die noch nie mit dem Mörser so zusammengeschafft? Nein, gar nicht. Okay. Noch ein Tutorial. Also, Pocher kannst du nicht aufbauen, so. Also, okay. Nein, einer muss ein A haben. Ja. Ja, einer hat ein A, der andere schaut nach der zweiten Rucksack an und... Wir legst mal beide im Boden geworfen, wo wir miteinander unterwegs sind. Shadow Plato, wir sind in dem Fall mit mir ein Team. Okay. Alles klar. Wir sind in dem Fall Support-Einheit. Gut. Sehr schön. Geht in Ordnung. Ziel von uns ist eigentlich, dass wir unsere Mörserstellung aufsuchen, dann Kommunikation mit den anderen aufbauen und dann halt noch auf markierte Ziele schiessen. Geil, endlich mal mit Mörser arbeiten. Das habe ich schon lange gewartet. Jago, erklär mir du, wie wichtig das ist, dass sie möglichst schnell wieder abbauen, wenn sie mal geschossen haben. Ja, das erkläre ich euch alles. Wir lassen den Gegner erklären, ganz einfach. Also, das letzte Mal, wo wir das, genau den Outpost, den wir jetzt auch holen gehen, haben wir gefunden, ja, kann man nehmen mal Mörser mit, oder? Haben ja. Die Mörser mit, haben aufs Stadion geschossen. Haben 2 Sekunden, nachdem wir gebaut haben, 10 Sekunden, nachdem wir ihn zusammengeräumt haben, ist der hure Chat gekommen. Oh shit. Also ja. Der ist ziemlich auf Zack. Drei Schüsse haben wir gemacht mit dem.
3 oder 4, ja, und dann ist der Chat hier gekommen, der es jetzt wegbomben soll. Wir haben gerade so den Vorlager gesehen, dass der Chat runterkommt, so. Okay. Kann man den Mörser auf einem Lastwagen hinten aufbauen? Könnte man, aber War ja praktisch zum Abbauen. Man will nicht den Lastwagen und den Mörser verlieren. Aber nicht im... Ja, wenn du kannst wegfahren, wenn der Chat kommt. Nur so die Idee. Meinst du wirklich, ein Chat sieht einen Lastwagen nicht fahren? Ja aber wenn wir laufen, sind wir langsamer. Ja, aber uns seht ihr nicht. Versuch mal als Chatpilot einen Mensch zu sehen. Es wird so schwierig. Wenn du zwei oder drei Mal Team, das sieht er praktisch nicht, respektive der Ferres wirft doch keine Bomben ab. Ja. Okay. Aber wenn du einen LKW siehst mit einem Waffenaufbau, der gerade so panisch davor fährt. Ja, okay. Ich sehe den Punkt. Wenn wir uns da zuerst einnisten. Okay. Um beim Außenposten helfen, falls dort Hilfe brauchen. Wir haben auch. Ich kann man holen das. Polizeisirene. Von der Storyline her ist es so, wenn wir mit denen den War-Level hoch genug treiben, was wir schon haben eigentlich, fangen die an, Zivilbevölkerung zu killen. Oh. Wenn die Hälfte der Zivilbevölkerung von Alt ist weg, ein dann Drittel. Ist Spiel verloren. Nein, Hälfte. Ein Drittel. Ich habe gerade gestern das Manual gelesen, Hälfte. Ich habe gerade vorher hinten reingeschaut. Ich kann es einstellen. Hälfte. Map briefing. Lose. You will lose the game if AFRF has murdered one third of the total population. Oh, fuck off. Und da ist es Ladies and Gentlemen, so, I rest my case. Da ist es übrigens auch. In die erste Supportstelle gehen. Von dort aus sollten wir auch möglich sein, Panzer abzuschiessen, wenn sie sich auf der Straße bewegen. Mehr oder weniger. Ich weiß jetzt halt nicht, wie stark das Ding da Probleme machen wird. Also einboten, wir gehen. Gut. Everybody from Fatal, radio check. Nerf, or? Radio Transmission 3, antworten. BW03, verstanden. Schau, Antwort. Verstanden, Verbindungskontrolle, Verbindung 3, antworten. Wir bleiben bei verstanden! Shadow antworten! Shadow verstanden, Verbindung 3 antworten. Ich habe dich nicht gehört. Scheiße! Hey, aha, ich habe zwei Radios jetzt. Ah, schmeißen 3 und jetzt in den Rucksack. Ja, genau, das mache ich jetzt. Scheiße, ah. Hey, das sind unsere Freunde! Wir kämpfen für sie! Shadow Radio Check. Klappt's jetzt? Verstanden, Verbindung 3! Lato, antworten! Verstanden, Verbindung 3, antworten! Verstanden, sogar im ersten Anlauf! Wer fehlt noch? Antworten! Ich will noch antworten! Gut, du, ja. Ja, Freemax, genau. Warum wird mir da der PCR-343 eingezackt? Ich hab den anderen eingepackt. Ja, dann ja, schmeiß den raus. Muss ihn rausschmeißen. Genau, schmeiß den raus. Das Problem hatte ich auch. Was? 152er dabei. Der andere ist per Default. Warum auch immer nein? Ich hab ihn eigentlich, aber eingepackt. Scheiße. Oh, shit. Gar keinen mehr dabei? Nein, ich hab keinen dabei. Ja, du hast dein Radio, dein Patch. Scheiße. Ich hab den eigentlich ausgewählt, das ist das, was mich so... Verstanden, Verbindung 0, Schluss! Ja. Hast du nicht verstanden? Falsch, Null Verbindung würde das heißen. Null Verbindung, genau. Es ist mir eigentlich egal, er könnte sie eigentlich. Genau. Jogger, verstanden, antworten. Verstanden, haben einen Roadblock vor dem nächsten Hügel auf der Straße gesichtet. Sollen wir einen nuken oder was? Antworten. Negativ, das ist eigentlich mehr zu eurer Info gewesen. Verstanden, wir sind in Bewegung zu unserem zweiten Zwischenhalt und boten unsere Mörserstellung auf und erwarten für Koordinaten. Antworten. Verstanden, Schluss. Wir sichern schnell den Compound. Wenn wir damit fertig sind, baut ihr im Innenhof den Hörsaal auf. Ich rück ein bisschen vor. Dann gucken wir weiter. Okay, alles klar. Alpha 1 clear. Gut.
Bravo 1 clear. Gebäude frei. Hm? Verstanden. Baut in dem Hof den Mörser auf. Wer ihn bedient, ist mir egal. Der andere steht Wache. In dem Innenhof da? Ja. Okay. Also Rucksack habe. So, mein Rucksack ist draußen. Ja, meine auch. Jetzt sind sie jetzt nicht nebeneinander. Müssen wir noch machen. Ja. Schnapp dir einen davon. Jetzt geh an den anderen hin. Hm? Und jetzt kannst du es aufbauen. Ah, Assemble. Steht er jetzt? Ja. Ah, da? Ich zieh also an ich bewach den Innenhof, du darfst feuern. Okay, wie muss ich das machen? Ich warte mal auf Anweisung. Wir sollten aber Jugger kurz Bescheid geben. Ja, soll ich schon mal als Gunner rein? Danke für Jugger antworten. Dann der Jugger schick. Verstanden, wir sind soweit in Position. Ich habe einen leichten Overwatch über das Zielgebiet. Ich sehe gerade mal einen LKW und 5 Guards bis jetzt. Antworten. Ich glaube, du kannst ruhig schon mal rein. Okay. Verstanden. Okay. Hast du auch allenfalls Sicht auf den Roadblock? Gut, jetzt. Verstanden, kannst du mir die genau richtig durchgeben von mir, öppen aus Antworten? Also ich weiß nicht, wie man mit dem Ding schießt, wenn ich jetzt in die Kamera an sich gehe, sehe ich die Mauer vor mir und sonst ist Third Person. Ich gehe mal raus. Kannst mal du rein. Ich bin wach. Gute Frage. Ja, genau. Oh, ich sehe ein Zivi. Verstanden. Ja, was sollen wir machen? Braucht ihr AT-Unterstützung? Antworten. Negativ, wir versuchen den Roadblock schnell alleine auszuräumen. Wenn ich sehe, sind es nur 4 Leute und 2 Stationäre. Verstanden, sind Sie zwischen Sandbaum und können Unterstützung geben, antworten. Jugger von Shadow antworten. Jugger verstanden, schick. Verstanden, ich habe in den Mörser als Gunner und dann hat man entweder die Mauer vor der Fresse oder man sieht ihn in Third Person und ich weiß nicht genau, wie man damit zielgenau schiessen kann. Antworten. Verstanden, benutzt mal das Mausrad und solltest du die Option haben, Artilleriecomputer. Antworten. Verstanden, ich probiere es aus. Schluss. Ich habe jetzt zum ersten Mal die Funkregel eingehalten. Stolzglänz. Artillery Computer. Weee, voll geil. Okay. Race Black. Okay. Okay. Oh, jetzt kann ich auf der Karte klicken. Sehr schön. Dann Fire und dann Boom. Ich habe Mortar Shells, Flare und Smoke. Ich gehe mal zurück. Und get out. Jetzt kannst du mal rein. Dann kannst du das ausprobieren. Ich bewachte das. Part of America, ich bin rechts über eure Flanke. Part of verstanden. Bin gerade Karten am Vollkopf zu antworten. Ist ja geil. Ja, gell. Also mir ist egal, du kannst schießen, wenn du willst, oder ich, das spielt mir keine Rolle. Ja, fang du ruhig an. Okay. Geh ich mal rein. Wir Gunner. Müssen eh noch auf Anweisungen warten. Ja, ja, sicher. So, und dann Artillerie. Gut. Shadow für Jugger, Antworten. Shadow verstanden, Antworten. Verstanden, hat das funktioniert mit dem Artillerie-Computer für dich, Antworten. Verstanden, ja, das hat funktioniert. Wir sind viel bereit, ich habe Karten vor mir, wir können Mortar Shells, Smoke und Flare schießen. Antworten. Verstanden, primär werden wir Mortar Shells schiessen. Du hast auch gesehen, dass du die Reichweite kannst verändern. Also du kannst noch ein bisschen mehr aus dem Haus holen, als er jetzt anzeigt. Jetzt bist du auf Close wahrscheinlich. Antworten. Verstanden, wenn ich Close anwähle, ist der Kreis am grössten und wenn ich irgendwie... Fahrer, weil ich schon am kleinsten antworte. Verstanden, du siehst das falsch. Der kleine Kreis, den du dir siehst, ist die mindeste Reichweite. Du mal weit, weit raus, dann siehst du maximale Reichweite. Antworten. Oh, what the?
the fuck? Okay, verstanden. Antwort. Break, break, wir brauchen hier Radio Silence, damit wir unseren Angriff koordinieren können. Part of the Jogger, antworte. Warte, verstanden, antworte. Verstanden, ich sehe mindestens eins oder zwei Verletzte auf der Straße von meiner Position aus, antworte. Verstanden, ich habe seitdem bestätigt, Explosionen beim Outpost vorne gehört. Weißt du da etwas darüber, antworte? Verstanden, negativ, habe ich gesehen, dort durch, antworte. Verstanden, halt die Augen offen. Unser Hof verrückt nachher, währenddem dass ich da mal Shit zusammenbaue. Antworten. Verstanden, Schluss. Shadow für Jogger, antworten. Shadow verstanden, antworten. Verstanden, du hast keine Shells abgeschossen, oder? Antworten. Verstanden, nein, ich habe keine Shells abgeschossen, antworten. Verstanden, danke, Schluss. Shadow. Für Jogger antworten. Shadow verstanden, antworten. Verstanden. Denkt daran, du musst unter Umständen schnell zwischen der Karte und dem Artilleriecomputer her, hin und her wechseln, weil du siehst die Kartenmarkierung im Artilleriecomputer antworten. Verstanden. Warte jetzt, wenn du etwas auf der Karte einzeichnest, sehe ich das noch nicht im Artilleriecomputer antworten. Verstanden, negativ. Du siehst es gar nicht im Artilleriecomputer. Du musst auf die Karte schauen, wo du anschiessen musst und dann im Artilleriecomputer den Punkt markieren. Antworten. Verstanden, warum auch immer das so mühsam ist, aber okay. Antworten. Verstanden. Ey, bist froh, dass wir überhaupt irgendetwas so haben. Sonst dürftest du mit Grad und Distanzanzeige arbeiten. Antworten. Verstanden, schon klar. Aber ich sehe Markierungen im Artilleriecomputer. Ich muss jetzt nochmal schauen auf der Karte, ob die gleich sind, aber ja, antworten. Verstanden, also wenn du meine Markierungen siehst, umso besser antworten. Verstanden, ich muss schauen, was deine Sinne sind, so langsam ausfadende Symbole, es zeigt noch nicht. Ich schau mal. Jogger von Shadow antworten. Verstanden, schick. Verstanden, ich sehe die Markierungen, aber ich sehe nur auf der Karte, dass die von dir sind. Also wenn du markierst, schreib am besten dazu ein Mortarziel und dann sehe ich, dass ich dort da nicht schiessen muss. Antworten. Verstanden, machen wir so. In dem Fall, Schluss. Fatal, wie du weißt, Friend ist auch im Zielgebiet auf. Technical vor der Base, zwei Mann unbewaffnet, entfernt sich von der Basis. Plus Roadblock antworten. Gesichtet, Jugger am gleichen Ende, wo wir das letzte Mal kennt, an der Straße kreuzig. Ist einer von uns der Helikopter? Slow Mover incoming, Bearing 57. Bitte nochmal alle gleichzeitig! Maverick, was soll das Scheiß? Uiuiui. Er macht Feuerwerk da. Was soll welcher Scheiß? Jogger am Funken und du mischst ihn rein. Oh fuck. Ja, gell, der Hubschrauber. Oder hast du Ziele? Mhm. Der Hubschrauber. Ja, ja. Sie haben es gesehen, hoffentlich. Aber der fliegt so ein bisschen in unsere Richtung. Für Merrick von Jogger antworten. Jogger schick. Verstanden, soll der Heli versuchen abzuschiessen, antworten. Feuerwerk! Negativ, der flirt sowieso schon wie ein Blöder im Moment. Ich glaube, der wird einfach erledigt. Boing! Die Nacht fest in Arme. Bisschen verfrüht, aber. Oh, ich sehe Fast Mover. Platte für Jogger antworten. Platte verstanden. Verstanden, packen zusammen, wir möchten uns auf den Marsch antworten. Wird gemacht, alles klar, wir schließen auf, Schluss. Gut, disassemble. Gut. Ja, ich hab jetzt glaube ich... Bearing 178 auf dem Feld. Ja, spielt keine Rolle. Hauptsache die zwei Teile haben wir. Gut. Alles klar. So macht Arma spielen sehr viel Freude. Hm. Jagger, wir schließen auf zu dir. Verstanden, wir bewegen uns nach der Richtung Bearing 67. Grüezi, Miranda. Okay, wir gehen in dem Fall, ja.
hätte irgendeine Waffe fallen lassen. Ist gut, oder? Sieht gut aus. OP ist auch noch ein. Ja, wir fressen noch vorher. Ich fahr mal Vorsicht, wir haben oben noch Kontakt. Verstanden, ich höre, sie schiessen hier oben ein. Ist der neben diesen zwei Steinen rechts? Verstanden, das ist alles okay, Schluss. Gar noch ein Leute im Shadow gehört. Ich sehe so zwei Steine und rechts davon hat es irgendwie einen, der schießt. Ist das ein Enemy? Haben wir mal einen Bearing? Bearing. 45, 46. Jetzt oben dran. Ja, ich sehe sich nichts mehr bewegen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Okay, ich habe nur vorher so abends Rauchwolke gesehen, so wie wenn es geschossen hat, aber okay, gut. Dagger sieht gut aus, die beiden waren bei den Steinen 45, 46 von mir aus gesehen. Okay, wir bekommen in Bewegung, gehen wir rechts um. Gut. Das ist im Quatsch. Meldung für Jagger antworten. Standard, Jagger schick. Verstanden, führbereit, Wartezielkoordinate, antworten. Verstanden, gib mir einen Moment, ich markiere. Jemand wird die Markierung kommen? Bei der T-Kreuzung, nördlich vom Außenposten, wo wir jetzt gerade eingenommen haben. Links von der Factory. Okay, bin 24 dort. Geht umeinander wahrscheinlich. Okay, ich warte. Ja, aber der Roadblock, okay. Okay. Jag of America antwortet. Going as Jag verstanden, schick. Verstanden, ziemlich genaue Position vom Roadblock ist designiert. Wenn das die Motor mal auffassen könnte, wäre das gut. Noch nicht feuern, wir sind im Moment nur Two Mans, die anderen sind am Umladen. Ich sehe es, sobald wir wieder voller Mannstärke sind, wird dafür Befehl hineinkommen. Verstanden, sind im Standby, richtet Mörser aus, wartet auf Überbefehl. Antworten. Verstanden, Schluss. Okay. Also ich kann klicken und dann sage ich Fire und dann geht die Post ab. Alles klar. Klicke jetzt schon mal drauf, weil dann richtet sie aus. Okay. Mortar Shares. Antworten. Mortar, ja. Ich bin viel bereit. Ja. Wenn du Fire klickst, geht's los, aber genau. Nicht. Ja, es war rot, es ist jetzt weiss geworden. Ja. Alles klar, die ETA 28 Sekunden. Okay, danke für die Info, Shadow. Das ist gut. ETA, Estimate... Alright, time of arrival. Jug of America. Also wenn ich klicke, 28 Sekunden später macht's Boom. Ja. Ja, verstanden, antworten. Verstanden, Shells free, bitte einmal... Shell und nachher zusammenpacken und weg dort. Okay. Verstanden, wir schiessen 28 Sekunden, ETA. Schluss. Gut. Okay, Shadow, weg. Schluss. Gut, fire, off. Okay, zusammenpacken, wir sind gegangen, Mädels. Gut. Get out. Und disassemble. Und ich nehme meinen Rucksack. Eingefoldet. Wunderbar. Rucksack, das hey, schwere geile eine andere Art Arma zu spielen. Hey, ich lieb's. Das hatte ich schon immer bei einer Artillerie machen. Jetzt machen wir es einfach. Es ist eben mächtig in dem Modus. Es ist geil. Supportstellung, Splash, antworten. Standard Jugger sieht gut aus. Okay, gut, sie brauchen nicht mehr. Wir sind blind, mal weg. Drücken auf den Roadblock jetzt vor, antworten. Nicht verstanden an und wiederholen. Verstanden, Shell hat super getroffen, rückend auf den Roadblock vor, antworten. Verstanden, wir sind schon wieder unterwegs. Können im Moment kein Fuel Support geben, da wir im Hang sind, antworten. Verstanden, halt mit dem Laufenden, wenn wir in eurer Position sind, antworten. Verstanden, wahrscheinlich etwa 10 Minuten beim aktuellen Tempo und an dem Standby, antworten. Verstanden, Schluss. Shadow, scheinbar hast du Chaos angerichtet. Yay! Oh, es ist so geil, wenn man sich so koordiniert zusammenarbeiten kann, das rockt auch.
Ja, das ist eben das coole, Arma gibt uns die Möglichkeiten, oder andere Spiel hättest du die Möglichkeiten gar nicht. Oder irgendwie, gerade heute ist es sehr intensiv, also so haben wir irgendwie noch nie Mission gemacht, dass wir jetzt gerade so mit Teams und allem Schlag auf Schlag, Hand in Hand, das ist super geil. Ja. Ja, wir trauen uns auch ein bisschen mehr, weil der überall Status ein bisschen besser geworden ist, oder? Okay, wir bleiben da. Schau, wenn du ein gutes Ding findest, eine gute flache Stelle für den Mörser. Muss eigentlich nicht flach sein. Hoffe... deckt, oder? Es sollte einigermaßen flach sein. Okay. Einfach nur damit wir nicht auf einmal quasi wasch. Ich kann es gerade um Felsen machen. Eins Plata? Ja. Plato, Shadow, ihr könnt im Fall sonst auch die Mörser und die Wachposition abtauschen. Einfach jetzt nur... kannst du mal, genau. Also ich assemble hier. Zack. Okay, dann assemble du. Einfach nur, dass nicht der eine sich hier zu Tode langweilt beim Wache schieben und der andere den ganzen Spaß mit dem Mörser hat. Okay, jetzt mache ich Wache. Das sieht irgendwie nicht so hundertprozentig flach aus. Ja, das hat's vorhin auch nicht, das funktioniert schon. Wird schon passen, im schlimmsten Fall rollst du den Hang runter. Probier mal. Ah, das geht aber schon. Also Artilleriecomputer. Krebs uns hier schon. Maverick für Jagger antworten. Lander Jagger schick. Verstanden, neue Supportstelle eingenommen und im Leerlauf antworten. Verstanden, wir wurden hier gerade noch ein bisschen angegangen, wir kümmern uns drum. Verstanden, in dem Fall, wir warten auf Führbefehl, Schluss. Von Vater, hat er Capabilities, um sich um die Infanterie zu kümmern und das Infanterie Fighting Vehicles zu hosten? Antworten. Verstanden. Ich habe einen Mörser, einen Titan und ein Gewehr. Antworten. Jawohl. Verstanden. Vor dem Stadion wartet das Infanterie Fighting Vehicle auf die Titan. Und zu eurer Linken wartet die Infanterie auf. Was auch immer du als sinnvoll erachtest. Antwort. Verstanden, eröffnen Führer auf Infantry Fighting Vehicle. Es ist noch etwas antworten. Backblast clear. Ja. Yep. Well. Ah, die geht jetzt sehr schuf, stimmt. Ja. Ey, das Ding. Die hat auch gar keinen Backblast, fällt mir gerade ein. Feuerwerk! Weihnachtsfest im Arma. So. Merrick für Jugger antworten. Kann der Jugger schicken. Verstanden, da geht er draussen. Treffer, kein Effekt im Ziel, scheinbar ist wahrscheinlich nichts mehr antworten. Verstanden, danke, Schluss mehr. Merrick hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass es eine gute Idee wäre, mal Supply Run zu machen, einfach um Shit aus dem Weg zu kriegen. Wie sieht es bei euch aus, müsst ihr reduzieren, für die Radio Tower effektiv können anzugreifen? Antworten. Nicht verstanden. Meinst du Reichweite technisch? Antworten. Verstanden. Reichweite und situationstechnisch? Antworten. Verstanden. Also ich kann sich mit meinem Titan nicht abdecken, das ist das eine, aber sonst mörsertechnisch kein Problem, da können wir ruhig antworten. Ja, ja. Ist im Nebel, aber können wir rauf. Verstanden. Ja, dann wird es für euch wahrscheinlich mal schnell eine Ecke langweilig, während sich zwei Leute von uns schnell zurückziehen und neu gehen auf Dingsle im Lager. Weil unser LMG braucht auch wieder ein bisschen Munition, du kennst das Problem, antworten. Verstanden, ja, wenn ihr uns noch einen Mörser-Tube mitbringen, sagen wir auch nicht nein, aber sonst ja. Antworten. Verstanden, in dem Fall ist der Munitionscount an den Mörser-Tube hergebunden. Antworten. Verstanden, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke ja. Nur eine abgeschossen. Ja, schon, aber weißt du. Wir wissen, wie lange das ist. Verstanden. In dem Fall machen wir eine sehr schnelle Logistikpause, bringen euch noch einen komplett neuen Mörser mit. Just to be safe. Braucht ihr sonst noch irgendetwas dort oben antworten? Hofosport! Verstanden. Einer von meinen Männern hat gefunden, Hofosport. Und ich persönlich bräuchte wieder Titan.
Rakete AT antworten. Verstanden. Titan AT kriegen wir her. Zu den offenen Sport kann ich nichts garantieren. Los. Jetzt kein Coop dort unten. Jetzt war eben so Zeit zum Campingfeuerli anmachen und Würstli bräteln. Ja. Also verstanden, antworten. Verstanden, Entrenching Tools wären noch nicht für meine Jungs zwei Stück antworten. Verstanden, ich schreibe zwei Entrenching Tools auf die Liste, antworten. Verstanden, das ist korrekt, weil ich bin im Moment der Einzige, der oben am Buddeln ist, antworten. Verstanden, gehöre ich das richtig, du suchst dein eigenes Grab, antworten. Verstanden, negativ, das wird Mörserstelle Kickass, antworten. Genau. Verstanden, wie ist die Rangordnung, über oder unter Fort Kickass, antworten. Verstanden, unter Fort Kickass, aber mit sehr viel mehr Reichweite, antworten. Verstanden, antworten. Verstanden, Schluss. In. On fire! Wir sollten fahren! Irgendetwas sagt mir, dass wir eine gemütliche Abend haben. Ja, ist wunderschön so. Das Ding vor der Witz war vor allem, warum ich Titan Mörs und das Gewehr gesagt habe, weil das ist genau was ich habe. Ich habe einmal auf Wach mit einem Gewehr. Ja. Einen am Mörser und mich als Bewerfer. Was soll ich genau machen, Dude? Wünschst dir was? Für Support mit dem Quer? Nein, können wir knicken, sind wir zu weit weg. Aber ich kann dir eine Mörsergranate drauf jagen, ich kann dir eine Rakete drin jagen. Das sind Sachen, die ich machen kann. Das Einzige, was noch fehlt, sind Luftabwehr und der war noch so ziemlich komplett. Ich habe den Gegner gespottet. Okay, Distanz. Der Ring 347. Distanz? Schwer zu sagen. Kurz vor der Straße. Also nicht näher an uns. Bitte? Nicht näher an uns dran. Nö, der guckt nicht mal in unsere Richtung. Okay. Ja, solange keine dumme Anstalten macht, um rüberzukommen, kann er dort unten bleiben. Ja, deswegen habe ich es auch so langsam und gemütlich erzählt. Sonst hätte ich schon gefeuert. Der steht da auch ein bisschen dämlich auf offenem Feld, aber gut. Ja, wir bräuchten jetzt wirklich nur noch ein Lagerfeuer und und eine Gitarre. Ja, ja, genau! Wirklich. Gitarre! Mit der Akustikgitarre da oben hocken. Es gibt sicher eine Mod dazu. Für Gitarre gibt es eine Mod. Das ist geil. Bei welchem Spiel kann man das Nachtessen während der Mission? Nicht unbedingt etwas Positives, aber ja. Ich find's, weißt du? Ich muss nicht unterbrechen, es ist Teil vom Spiel, es ist einfach realistisch. Oh, da kommt etwas der Hang drauf. Moment. Der ist bewaffnet. Und so ist sie. Weiß nicht, nein, nicht, definitiv nicht. Ich nehme noch das Horn. Jetzt ist er bewusst. Also Bearings. Moment. Der ist schon tot, 206. Ja, 206. Passet auf, wahrscheinlich sind es nur mehr, ich schaue in die Richtung, in die andere Richtung. Zum Glück kann ich in die Richtung zu Nacht gegessen. Ich möchte doch auch, dass wir das hier oben einfach im Erdboden gleich machen, oder? Ja. Dass ihr zwei das wollt, ist mir sowieso klar. Ich meine, mehr als die anderen. Geht weiter. Daheim. Okay. Und los. Hui, hui. Support incoming. Feuer frei. ETA? Ich hack zusammen, wir gehen selected den Mercer, wir gehen, wir sind definitiv Also ich war beim Radio Tower gesehen, ich habe dort noch nichts gesehen. Aber gut, okay, Rucksack fassen. Ja, ab ein. Gut, zweit, gut, wir sind bereit. Und weg. Wir gehen. Also hätte ich eingeschlagen. Danke für Vater, antworten. Ich habe verstanden, schick. Verstanden, hast du sicher für uns antworten?
Verstanden, negativ. Wir sind blockiert durch den Fels, was das anbelangt. Antworten. Verstanden. Irgendwo auf eurer Seite vom Hügel, vom Radio Tower Hügel, sollten Technical mit einem Nahtagsschutz umfahren. Falls der per Zufall in eure Seite reinläuft, wir würden ihn nicht vermissen, antworten. Verstanden, ich kann mich schnell auf die Hügel bewegen und schauen, ob wir wünschen, antworten. Verstanden, ja. Tönt nach einem Plan, Schluss. Ich die Position übernehmen, ja. Wow! Was ist das gesehen? Dagger, antworten! Den hat's erwischt, wir gehen da zu zweit hin. Fuck! Jagger hat's erwischt, wir gehen zu zweit und schauen mal, was das war. Hast du AP? Nee, gib mir kurz Deckung, ich zieh den hier raus. Okay. Ich deck. 160. Autsch! Was war das? Das war ich selber. Du warst mehrfach rot, jetzt solltest du aber wieder sauber sein. Shit, der ist wieder down. Ja. Such du dir einen Weg mit möglichst viel Deckung. Ich gehe mit Jagger auf den Schultern hinterher. Okay, das wäre Antwort. Maverick von Plato? Und vorbei oder so. Verstanden, Plato. Kriegt ihr zusammen? Ja, kriegen wir hin. Der Parking Lot, ist das das, wo ihr uns ein Fahrzeug abgestellt hat? Antworten? Bestätige Parking Locked Support ist euer Fahrzeug. Okay. Ah, ich sehe ihn. Nehme ihn aufs Korn. Ja, Feuer. Okay, erledigt. Nein, nicht erledigt, der ist bewusstlos. So, jetzt ist er erledigt. Dann los, 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 los. Okay. Ja. Lass. Ja, nicht jetzt. Verstanden, Sir. Oh, fuck! Mittlerweile ist auch Shadow down. Antworten? Verstanden, Plato. Verteidige dich so lange wie möglich. Wir sind mit der Factory fertig, sind auf dem Weg zu euch. EP kommt, du bist immer noch verletzt. Mein Ziel ist oben am Hügel. Ja, versuch dich zu flicken. Ja. Oh, so, oh, das ist rot. Flick mich. Ja, ich bin hier. Ah, scheiße, nicht Gary. Verdammt. Drag. Ich hab Shadow. What's an Ace? Ich geh rein ins Fahrzeug. Rock. Ja, los. Ich in Pain. Auf die 4. Zwei von meiner Seite. 21, 22, 23, 5. Ist in Pain. Drücken wir mal auf Morphin. Verdammt, Schadelkäuse, der Shadow. Gottverdammt, der Hure, Drogensüchtige hier. Ich hab bloß. Das Biber ist leer. Ist in Pain. Morphin, gut, bei der Kiste können wir sie voll heilen, weißt du? Mail noch Morphin braucht, ich hab auch noch ein paar dabei. Ich bin Medic, ich hab genug. Okay. Ich weiß ja nicht, wie viel Medic dabei hat. Is in pain. Okay. Oh shit, Basis wird angegriffen. Really? Kann ich die nächste links? Ja. Kapitani! Das soll Spaß machen, eh? Also, Diagnose. Mann, is not in pain. Nein. Also, ich halte jetzt nur das Speed Limit, ne? Habe ich nicht erwartet. Oh, okay, ich glaube noch. Jagger ist da. Ich bin respawned. Warte, nicht aussteigen. Was ist passiert, Jagger? Hast du probiert, Raketen zu schiessen unter dem Turm? Ja, nein, die Raketen ist irgendwie raus, ue und in die Decke. Obwohl ich genau... Eigentlich müsste ich zuerst zum Objekt rausfliegen, aber egal. A, das und B. Am nächsten Außenposten, wo der Flagge fliegt. Rocket Jump! Zum Hand on Medic! What the fuck? Wieso ist er jetzt so aufgestapelt? Steht nicht auf die Boote. Ja, geile Mumme glitschen. Du möchtest eigentlich. Du rutschst wie der Schneck am Boden an, Jagger. Aber der Sprung war schon genial, Jagger. Du warst höher als die Halle. Ja. Ja.
Der Glitch ist immer noch weg. Also irgendwas ist komisch. Jetzt steckt der Kopf in den Sand. Diagnose ist totally fucked. Ja, Diagnose kommt wahrscheinlich Glitch out. Was? Hast du zwei Bier hinten im Rucksack? Hallo. Warum kann er mich tracken? Warum kann die Drag Queen mich tracken? Ja, die können mich tracken, du Keku. Hey, warum kannst du das so Drag Queen? Weil du bewusstlos bist gesehen, heute eine Flagge von den Kisten. Ihr wollt nicht von dem Landen, von dem Osten erschlagen werden. Welch von den Kisten? Hab's zweimal gesagt. Au. Du blödisch. Ich hab's zweimal gesagt. Nico, wo ist du da erfahren her? Chaga hat da so ein Talent. Chaga wurde schon von einem Infantry Fighting Vehicle leicht zersiebt. Es wurde schon mit einem Blackhawk auf ihm gelandet. Nachtmission. Ja, Kashabacho, Kashabacho, Chugger. Ja, denn! Okay, Debriefing. Warte, fängst du gerade an? Bist du oben? Was hast du gesehen? Es war interessant festzustellen, dass ein Teil der Sachen mittlerweile besser funktionieren als früher. Okay, meine Lunge gehört offensichtlich nicht dazu. Vor allem unsere Verteidigungslinie am Schluss. Er ist der Medic. Ich bin der Medic. Mhm. Ansonsten, ja, Antistase ist ein anderes Pflaster. Und allgemein, es fehlt an gewissen Stellen einfach die Übung. Halt bei Sachen, die wir noch nie geübt haben, weil wir es nicht benutzt haben bis jetzt. Basic Infantry Movement and Communications haben wir noch nie, weil... Würdest du bitte in dem Fall ein bisschen mehr spezifisch sein, wenn du so Aussagen machst? Beim Vorrücken auf Position, das geordnete Vorrücken, das funktionierende Vorrücken mit richtiger Kommunikation beim SEP, beim Overlapping, beim Offlinie, beim was auch immer. Das vernünftig im Gelände vorrücken. Müssen wir noch mehr üben. Aber alles in allem, es hat Spaß gemacht. Okay, bin ich, ha? Was soll ich sagen? War das erste Mal, dass ich eine reine Support-Einheit mit einem Mörser hatte? Wir hatten ja auch alles ein bisschen ad hoc da zusammengepflastert. Ist halt auch interessant, weil Antistase ja Anti-Mörser-Mechaniken hat, dass man den eben nicht einfach abusen kann und ein bisschen in der Gegend rumplöppen kann, ohne dass man ohne dass die AI da zurückschießt. Von dem her gesehen, meine Gruppe hat sehr gut funktioniert. Die meisten Sachen wurden sehr schnell ausgeführt, also wie ich gesagt habe, Leute, wir packen. War so eine halbe Minute später, waren wir marschbereit und gegangen. Das war super. Daneben das Pech mit dem Titan, ich weiß nicht, was da genau das Problem war. Weil eben eigentlich geht die Rakete zuerst nach vorne und dann hoch und nicht andersrum. Aber sonst, meiner Seite hat es eigentlich gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Für mich selber, ich sollte das nächste Mal, sollte ich vielleicht wirklich ein Laserdistanzmesser mitnehmen, einfach nur um besser auszumessen, wo was hin soll. Und ja, ist eigentlich alles von meiner Seite, hat eigentlich gut funktioniert. Habe jetzt keine gröberen Schnitzer gesehen. Remax? Für meinen Teil war es ja das erste Mal in der Anti-Stasi, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, ich stimme Fahrteil zu und beziehe es zum Teil auch auf mich, dass wir, dass ich da bei den grundsätzlichen Sachen vielleicht ein bisschen falsch reagiert habe ab und an. Meinst du Sachen wie keinen Funk mitnehmen? Nee, stimmt ja nicht, ich habe den falschen Funk mitgenommen. Marek? Feedback. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz cool und dafür, dass ich keinen Funk dabei hatte, hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert. Einigermaßen, mal davon abgesehen, dass ich am Anfang falsch ausgestiegen bin. Ja, aber ansonsten fand ich es echt cool, hat Spaß gemacht und ja, den LMG vorher habe ich ja diesmal auch gegeben, also bin ich nur mit Personen rumgerannt, die ich wieder mit heimgetragen habe. War das ganz okay. Wäre es von meiner Seite aus gewesen. Eric? Ist ein bisschen schwieriger zu beurteilen als sonst. Weil ja Antistasi andere Kriegsführung als das, was wir normalerweise machen. War auf jeden Fall mal sicher, von meiner Seite aus, sehr interessant zu sehen, wie es mit einem Support-Element funktionieren kann, auch wenn die armen Leute da nicht viel zu tun hatten. Also, wir hatten was zu tun. Es war einfach ein anderes, was zu tun haben. Ja. Ja, dann, ja, da ganz kurz auf Andi zurück. Auch dafür, dass du am Anfang kein Radio dabei hast, hast deinen Job gut gemacht. Ich meine, wir hatten heute, glaube ich, mehrere Mal die Situation, wo du keine Munition mehr hattest oder fast keine. Das heißt, du hast geschossen, auch in die richtigen Richtungen. Eben da vielleicht noch die zwei auf dem Feld mehr Feuerstöße, weniger Einzelschuss versuchen. Ja. Weil das ist nicht dein Job. Du pennst sie nieder, ich schalte sie dann schon aus, also okay. Als Rifle. Aber hast du gut gemacht, ich glaube einen der zwei hast du auch selber erwischt damit. Hat gut funktioniert, da war es halt ein bisschen schwierig gerade, weil du keinen Funk hattest, ich konnte nicht mit dir kommunizieren, wusste nicht, bist du noch da? Mm, ja. Weil teilweise dann auch Feuer von der Seite reingekommen ist. Ja, die haben mich ganz gut eingedeckt, ich bin dann ab und an mal mich so ein bisschen auf ein paar Meter weggerollt, dass ich vielleicht dann von anderen auf einer anderen Stelle bin. Super, gut gemacht dann. Das habe ich ja eben nicht, ich konnte das nicht sehen, weil ich war da zu der Zeit mit Taxidiensten beschäftigt. Ja. Ja, das Vorgehen auch auf die Radio Tower und so hat im Großen und Ganzen, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wir haben eigentlich die Hälfte, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, der Ziele, die wir wollten, haben wir gekriegt. Ja, wir haben jetzt zwei wieder verloren. Das war aber sicher auch geschuldet, weil wir in dem Gebiet waren und da schon Unterstützungstruppen hingeschickt wurden, dass die im Durchmarschieren einfach beide wieder eingenommen haben. Weil das ist bei Antistasi halt einfach so, gerade wenn du befestigte Sachen einnimmst, oder besser, angeblich besser befestigte Sachen, dass der Gegner, sobald der Angriff da ist, Entsatztruppen schickt. Vom nächsten Außenposten oder von der nächsten Basis. Ja, ich glaube, es war gut. Klar, es gibt Sachen, die wir mal ein bisschen angucken müssen. Ich denke, gerade wie Fatou gesagt hat, das Bewegen im Gelände, das Bewegen auf das Zielgebiet zu, ist aber vielleicht auch dahin geschuldet. Trainiert haben wir solche Sachen immer in der VR, also eben im Gelände. Da müssen wir vielleicht mal eine kleine Trainingseinheit anlegen, direkt auf einer Karte. Halt mit Höhenunterschieden etc. etc. So, das war's. Okay. Nerf? Ja, mir hat's viel Spaß gemacht. Viel mehr will ich gerne zeigen. Okay. Ja. Ich fand's auch cool. Auch das mal auszuprobieren mit dem Mörser habe ich noch nie gemacht. Ja. War auch mal was Neues, war interessant. Aber ansonsten gibt's von mir auch nicht viel anderes. Für das habe ich auf Dummy Gurk geschossen. Sorry. Wir haben einen Artilleriecomputer. Ja. Full Disclosure, wir haben einen Artilleriecomputer. Und alles automatisch, klick, bumm. Kann man aber deaktivieren, wenn man will. Da muss man wirklich altmodisch mit Elevation und so weiter arbeiten. Dann ziehst du durchs Visier durch, direkt am Dings, denn, oder wie ist das? Nee, das ist ein 82er Range Table. Ja.
Okay. Und dann musst du wirklich einstellen, was du nimmst für eine Ladung und ja, 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 da. Es okay. Geht schon noch ein bisschen komplexer, aber hat keinen angeschaut von uns, also Whitewater. Wie ist das im Real Life? Ist das dort schwieriger oder ist das auch so einfach? Also, Mörser ist sicher schwieriger, weil du hast keinen Mörser, der direkt einen Artilleriecomputer verbaut hat. Das ist jetzt rein Arma 2035. Ah, okay, alles klar. Du hast zwar Artillerie-Range-Tables und heutzutage auch mit Unterartillerie-Computer. Ich weiß aber nicht, ob Mörser-Gruppen mittlerweile tragbare Varianten bekommen haben. Wobei du meistens eigentlich Koordinaten vom Führerleitstand bekommst. Also das heisst, irgendjemand zeigt dir, was du für eine Richtung und weiss ich was und für eine Streuung bekommst und dann hoffst du, dass die sich nicht verrechnet haben und dass du richtig empfangen hast und dann führst du aus dementsprechend. Shadow? Ja, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich wollte ja immer schon, ich erinnere mich, als ich mal gefragt habe, könnten wir mal Artillerie und so machen? Und genau das haben wir heute gemacht. Und das war richtig toll. Irgendwie habe ich heute gemerkt, so dass wie einem das Spiel so gezwungen hat, zusammenzuarbeiten und sich zu koordinieren, das war heute sehr stark spürbar. Also das Ding, der Mortar, den kann man nur zu zweit tragen und machen. Müssen auf die anderen warten mit Vorrücken, dann bekommen wir Koordinaten. Das war richtig toll, zusammen zu arbeiten. Das können wir gerne wieder machen. Ich bin gern wieder Support. Es ist so wie als im Empfehlung hat ja vorher gemeint, ja, wird halt langweilig für euch. Nee, war es nicht, weil bei uns war es so, entweder waren wir im Stellungswechsel. Wenn wir in Position waren, war es Wache schieben, Schrägstich, die Stellung befestigen, oder? Sprich, einen Spaten schwingen. Ja. Und wenn wir dann tatsächlich mal was gemacht haben, war Kommunikation wichtig, was auf genau. Was und wieso. Und ja. Es ist halt total entspannt und ich habe gemerkt, ich funktioniere besser, wenn ich nicht unter Stress stehe und Support ist entspannt. Also habe ich jetzt für diese Mission so empfunden. Ja, weil wir halt weniger direkten Kontakt genau, haben. Nicht so abseits. Hat ein bisschen Zeit, sich um alles zu kümmern, dass alles gut kommt. Ist halt eine andere Art, Arma zu spielen. Ich mag das. Okay. So, ich denke, das ist ja auch ein großer Benefit von Anti-Stasi. Je mehr Leute, dass du da hast, umso komplexeres und interessanteres Zeug kannst du bieten. Okay. Ja, weil zu zweit kannst du das natürlich nicht ziehen. Oder in der Zolls ist es auch, ja, es ist möglich, aber es ist schwieriger. In 2 Wochen sind wir auch richtig viele Leute, wir könnten das ja wiederholen dann. Ist sicher eine Option. Ja, 2 Wochen habe ich eigentlich was anderes in der Problem. Idee. Kein Ding. Also wiederholt wird sicher irgendwann. Kann auch unter der Woche, also wir sind da, ne? Ja, wir sind regelmäßig hier, also. Ja, ja. Wir beißen auch unter der Woche nicht mehr als sonst. Weil das ist eigentlich, ja, eigentlich ist der Anti-Stasi, auch wenn es einen Sinn dahinter hat, wenn man ihn vernünftig spielt, ein guter Trainingsgrund. Total. Also irgendwie habe ich halt das Gefühl, dort ist immer was los und es gibt immer was zu tun, man kann da hingehen und eben sich koordinieren. Und der Flow ist einfach da. Ja, und das Gute ist halt, durch das, dass du nur limitierte Ressourcen hast und so, rennst du trotzdem nicht einfach blödsinnig durch die Gegend. Weil sonst ist das Zeug futsch, das du dabei hattest und ja.